Eine schnelle Internetverbindung ist für die wirtschaftliche Entwicklung des Mostviertels essentiell. Das erklärt die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Niederösterreichischen Wirtschaftsagentur Michaela Hinterholzer im Pressegespräch über die Breitbandinitiative der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft, einer Gesellschaft der EcoPlus. Die Pilotregion Ybbstal steht kurz vor der Vertragsunterzeichnung mit einem aktiven Netzbetreiber und wird bis 2017 die Region mit einem zukunftssicheren Glasfasernetz versorgen. Seit Juni sind folgende Fortschritte erzielt worden. Entlang des Ybbstal-Radweges sind diese Glasfaser-Backbones sehr weit fortgeschritten. Und das ist ganz neu und aktuell, es ist auch das Bieterverfahren betreffend den aktiven Netzbetreiber ist nahezu abgeschlossen. Wir haben halt einmal sehr viele periphere Lagen, auch im Bezirk Amstetten, wo wir schauen müssen, dass ebenfalls schnelles Internet breit vorhanden ist. Die Landtagsabgeordnete zieht vor Journalisten in Amstetten darüber hinaus ein positives Resümee der weiteren impulsgebenden EcoPlus-Anstrengungen im Mostviertel. Seit 2011 haben wir insgesamt 111 Regionalförderprojekte im gesamten Mostviertel abgewickelt. Bei sehr vielen musste hat die EcoPlus mitgeholfen, die Qualität zu verbessern, es zu professionalisieren und auch die Finanzierung sicherzustellen. Denn in den vergangenen 5 Jahren ist ein Investitionsvolumen von 86 Millionen ausgerüst worden. 86 Millionen Investment, 52 Millionen Fördermittel. Also da hat sich schon was bewegt. Neben der direkten Unterstützung von 40 Betriebsansiedlungen hebt Magister Helmut Mirnitzki, der Geschäftsführer der Niederösterreichischen Wirtschaftsagentur, einen weiteren Wirtschaftsmotor in der Region hervor. Ganz wichtig, die bereits erwähnten 3 Wirtschaftsparks im Mostviertel, von denen ich vor allem Enstorf und Kematen hervorheben will. Wir haben also in Enstorf eine Auslastung von 74%, 889 Arbeitsplätze in Enstorf. Ein Highlight ist sicherlich das große Investment, 12 Millionen Investment der VKI, der Vereinigten Fettwarenindustrie, Estermann aus Wels. Der Spatenstich ist im Februar erfolgt und es wird heuer noch in Betrieb genommen. Die Erfolge im Mostviertel können sich sehen lassen.